Herzlich willkommen beim Videozyklus zum Thema Änderungsmaße. Mein Name ist Petra Mitlöner und ich möchte euch auf der Zielgeraden am Weg zur Matura unterstützen. Was erwartet euch in diesem Video? Zunächst wiederhole ich alle wichtigen Änderungsmaße, die ihr vermutlich in der Schulzeit bereits kennengelernt habt, anhand eines einfachen Beispiels. Anschließend gibt es noch ein paar Beispielvideos zu ausgewählten Reifeprüfungsangaben. Das Beispiel, das ich hier gewählt habe, zeigt die Veränderung eines Preises. 2015 hat eine Ware 40 Euro gekostet. 2 Jahre später, 2017, ist dieser Wert bereits auf 50 Euro angestiegen. Das heißt, ich betrachte im Folgenden die Veränderung des Preises im Intervall 0,2. Wir beginnen mit dem ersten Änderungsmaß der absoluten Änderung, f von b minus f von a. Sie gibt Antwort auf die Frage, um wie viel hat sich der Funktionswert in diesem Intervall verändert. Sie betrachtet die Veränderung des Wertes in absoluten Zahlen. Eingesetzt bedeutet das 50, das ist der zweite Funktionswert, minus 40, das war mein Ausgangswert, f von a, ist gleich plus 10 Euro. Ein positiver Wert bedeutet, dass es eine Zunahme gegeben hat. Ein negativer Wert bedeutet, dass es eine Abnahme gegeben hat. Kommen wir zur relativen Änderung. Bei der relativen Änderung f von b minus f von a durch f von a erhält man die Antwort auf die Frage, wie stark war diese Veränderung bezogen auf den Ausgangswert. Wir sehen uns das an unserem konkreten Beispiel und erhalten 50 minus 40 durch 40. Wenn man diese Rechnung vereinfacht, dann erhält man 10 Vierzigstel, gekürzt ist das ein Viertel oder als Dezimalzahl 0,25. Was bedeutet das jetzt? Bezogen auf meinen Ausgangswert 40 Euro ist der Preis um ein Viertel gestiegen, um 25%. Wir sehen auch gleich, die prozentuelle Änderung ist die relative Änderung in Prozent. Hätte ich hier eine Abnahme etwa auf 30 Euro gehabt, so wäre mein Ergebnis minus 0,25 gewesen. In jedem Fall die Veränderung des Wertes bezogen auf den Ausgangswert. Wir kommen zum Änderungsfaktor. Er gibt Antwort auf die Frage, womit muss ich meinen Ausgangswert f von a multiplizieren, um den Endwert f von b zu erhalten. Wir setzen wieder unsere konkreten Zahlen ein und erhalten 50 durch 40 1,25. Den Umgang mit dem Änderungsfaktor habt ihr schon in der Exponentialfunktion kennengelernt. Auch hier hat ein Änderungsfaktor von 1,25 bedeutet, dass eine Zunahme um 25% stattgefunden hat. Wenn man 40 mit 1,25 multipliziert, erhält man den Wert 50. Wir kommen schon zum letzten Änderungsmaß, der mittleren Änderungsrate oder dem Differenzenquotient. F von b minus f von a durch b minus a. Die mittlere Änderungsrate gibt uns Antwort auf die Frage, um wie viel hat sich der Funktionswert durchschnittlich in diesem Intervall pro Einheit geändert. Ich setze ein, 50 minus 40 dividiere durch meine Zeiteinheit und erhalte 10 durch 2 oder 5 Euro pro Einheit. Das heißt,
5 Euro pro Jahr. Das Wort Änderungsrate sagt uns schon, dass wir es immer mit einer Veränderung bezogen auf eine Einheit, in diesem Fall auf ein Jahr, zu tun haben. Damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Wir halten fest, die absolute Änderung gibt an, um wie viel hat sich ein Funktionswert, allgemein ein Wert, geändert. Die relative Änderung, um wie viel hat sich ein Wert bezogen auf den Ausgangswert geändert. Die prozentuelle Änderung gibt die relative Änderung in Prozent an. Der Änderungsfaktor, Antwort auf die Frage, womit muss ich meinen Ausgangswert multiplizieren, um meinen Endwert zu erhalten? Und der Differenzenquotient oder die mittlere Änderungsrate, Antwort auf die Frage, um wie viel hat sich mein Wert durchschnittlich bezogen auf eine Einheit geändert. Ich hoffe, euch ist jetzt einiges klarer geworden.